Hallo ihr Leseratten, ich möchte euch heute meine 20 Buch-Highlights von 2016 vorstellen. Das sind all die Bücher, die bei mir 4,5 bzw. 5 Sterne bekommen haben. 4,5 nehme ich deswegen mit rein, weil bei anderen Buchseiten keine halbe Sterne verfügbar sind und deswegen auch runden wird auf 5. Somit sieht es bei anderen Seiten eben, also bei Online-Seiten aus, wie 5 Sterne und ja, genau. Und das insgesamt eine schöne Zahl von 20 ergibt, dachte ich mir nämlich zusammen. Gut, ich fange an mit dem ersten Highlight des Jahres, das war Türkis grüner Winter. Der zweite Band der, wie hieß sie denn? Emily und Elias, genau. Also seiner wusste noch, aber ihr wusste ich gar nicht mehr. Es gibt immer sehr viele Emilys, muss ich sagen. Ich glaube, bei dem einen Buch gerade kam auch eine Emily vor. Egal. Jedenfalls ist das der zweite Band und der hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Und ich fand es großartig. Am Anfang ging mir Emily ein bisschen auf die Nerven. Weil das Ganze hin und her war. Das ging ja bei anderen, oder ging anderen ja schon beim ersten Mal auf die Nerven, da ging es für mich. Aber am Anfang dieses Buches war es ein bisschen, oje, kam dann mal aus dem Punkt. Und wenn, dann kam er auf sie zu, dann ging sie wieder einen Schritt zurück und so weiter. Und ja, so ein bisschen. Aber alles in allem hat mir das Buch sehr gut gefallen. Die Auflösung des Ganzen fand ich auch großartig. Also wie die beiden, oder warum die beiden sich so am Anfang nicht so grün waren, wurde in diesem Buch wunderbar erklärt. Und ja, dass die beiden eben viel mehr verbindet eigentlich, als sie am Anfang denken. Also wer Kirschroter Sommer gelesen hätte, sollte unbedingt den zweiten Band dazu lesen. Ich finde die beiden Bücher einfach nur fantastisch und kann mich den ganzen Leuten, die die Bücher lieben, nur anschließen. Jetzt muss ich gucken, wo ich es hinpacke. Das ist auf dem Boden. So. Dann der erste einer Reihe, wo ich auf sehnsüchtig immer noch auf die Fortsetzung warte, die ja schon letztes Jahr rauskommen sollte. Aber leider immer noch nicht ist. Schade. Und vielleicht knallte waren es die Katzen, weil hier die Tür ein bisschen rennt um. Wir stehen wahrscheinlich einer draußen, einer drin. Ja. Gut. Die Rede ist von Jamies Quest, Aufgabe gesucht von Cornelia und Dominik Franke. Ja, ich fand dieses Buch einfach nur grandios. Also es war wirklich der Oberkracher schlechthin, hat für mich auch volle 5 Sterne bekommen. Worum geht es darin? Es geht darum, um ein Computerspiel, das den Spieler, in dem Fall Jamie, in die Welt des Spiels hineinzieht und er es am Anfang natürlich gar nicht wahrnimmt, weil er denkt so, ja, Virtual Reality halt, kommt einem halt echt vor, ist es aber nicht, weil er auch mit seiner Brille arbeitet und so, aber nein, er ist wirklich in dieser Welt und eigentlich ist er, naja, aus Versehen in diese Welt geraten und sucht jetzt eben nach der Aufgabe. Er will immer eine Aufgabe lösen, weil bei Spielen muss man eine Aufgabe lösen. Ja, alles in allem, ich habe jetzt auch eine Rezension gedreht. Ich glaube, zu Türkisgrüner Winter nicht. Oder eine, doch, ich habe eine Reihenvorstellung gemacht von den beiden. Also kann ich euch alle Rezensionen zu den Büchern, wenn ich welche habe, in der Infobox verlinken. Das ist sehr schön. Gut, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geniales Buch und ich hoffe wirklich, dass die Fortsetzung dieses Jahr endlich erscheinen. Und ich möchte endlich weiterlesen. Das soll nämlich eine fünfbändige Reihe werden. Und wie gesagt, der erste war schon großartig. Dann das zweite Buch, was von mir 4,5 Sterne bekommen hat, ist Der Trakt von Arno Strobel. Ich fand das Buch auch sehr, sehr gut. Allerdings ein bisschen schwächer, als ich es erhofft hatte. Also deswegen auch diese 4,5 und keine 5. Ich habe von dem Buch so viel gehört. Ich war auch bei so einer Livestream-Lesung dabei, wo er aus den, also wo er einen Teil davon vorgelesen hatte und fand das spannend. Allein diese Vorstellung, dass die halt aufwacht und denkt, ich habe einen Sohn. Nein, du hast keinen Sohn. Mhm. Und sich alles so anders darstellt, als sie es eigentlich kennt oder als sie denkt. Sie geht zu ihrem Mann nach Hause und er sagt so, nee, was willst du von mir? Ich kenne dich überhaupt nicht. All solche Scherze und sie versucht halt rauszukriegen, was ist mit ihr los? Was stimmt mit ihr nicht oder was stimmt mit anderen nicht? Ja, allerdings ist der Trakt halt für mich so ein bisschen, ich habe mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Der Trakt war für mich so ein bisschen, dadurch, dass ja der Trakt heißt, dachte ich, er wäre mehr im Vordergrund. Aber im Endeffekt, ja, natürlich, er spielt eine große Rolle, aber nicht so eine große, wie ich am Anfang gedacht habe. Und deswegen war das alles ein bisschen, gut. Super Buch, aber nicht ganz so meine Erwartungen erfüllt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zu dem Buch habe ich keine Rezension gemacht, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz hat mir das gut gefallen. Sein Schreibstil war super und das war mir deswegen war mir klar, ich muss auf jeden Fall noch mehr von Arno Strobel lesen. Das nächste Highlight war ein TKKG-Buch. Auch das hat es in dieser Highlights-Liste geschafft mit vollen
Nein, nicht wahr? Nicht ganz, ich will gerade sagen, mit vollen 5, aber nein, auch mit 4,5. Ja, und dieses Buch überrascht einen wieder mal total. Also es gibt ja TKKG-Bücher, die sind so solide, normal, gut. Aber es gibt eben auch welche, die halt super überraschend und spannend sind. Und das ist definitiv eins davon. Ihr solltet euch das auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr TKKG mögt oder Jugendbücher mögt. Oder dann ist dieser Band auf jeden Fall genau richtig. Und ja, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist halt TKKG. Was soll man dazu sagen? Das ist einfach mal überraschende Wendungen und gut ausgearbeitet und alles. Und ich finde den ganzen Plot von dieser Geschichte einfach nur grandios. So, als nächstes kommt ein E-Book, wo ich das Cover euch hier gleich einblenden werde. Und zwar Aroma des Todes. Das habe ich, ich glaube, von Vorablesen bekommen und durfte es lesen und war absolut begeistert. Ich habe dem Buch auch 4,5 Sterne gegeben. Es war wirklich ein, ja, auch da war nicht so, wie es scheint. Ich weiß gar nicht, ob ich das zur Rezension gedreht habe oder nur geschrieben habe. Das kann ich jetzt nicht sagen. Muss ich mal gucken. Wenn nicht, verlinke ich euch den Blogpost dazu. Den gibt es garantiert. Und wenn nicht, dann schreibe ich eben schnell. Muss ich ja quasi nur meine Rezension vom Vorablesen rüber kopieren. Dann klappt das schon alles. Kommt die nächste Karte hier rein? Die nächste Karte vor allem. Ja, auf jeden Fall eine ganz grandiose Geschichte. Von vorne bis hinten absolut spannend. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Thriller mag. Denn ist das auf jeden Fall ein super Tipp von mir. Ich weiß leider jetzt den Autor nicht. Ihr habt das Cover jetzt gesehen. Ich habe nämlich den Autor vergessen hinzuschreiben. Sehe ich gerade. Es tut mir leid. ja. So, und dann habe ich ja gesagt, dass ich nach dem Trakt unbedingt noch ein weiteres Buch von Anna Strobel lesen wollen würde. Und dann hatte ich noch das Racherspiel hier. Das war sogar noch vor dem Trakt bei mir zu Hause. Aber weil ich den Trakt so unbedingt lesen wollte, habe ich den vorgezogen. Und ich habe inzwischen gehört, dass viele das Racherspiel als eines der schwächeren Bücher von Anna Strobel empfinden. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fand dieses Buch nämlich viel, viel besser als der Trakt. Und deswegen hast du von mir auch volle 5 Sterne bekommen. Und dazu gibt es auch definitiv eine Rezension von mir. Fussel. Und ja, dieses Buch habe ich in der Rezension auch gesagt. Erinnert mich an 2 weitere Bücher, die ich bereits gelesen habe. Einmal von Chris Carter, der Totschläger. Und einmal die Nemesis-Reihe von Wolfgang Kohlbein. Daran erinnert mich das Buch, es ist beides zusammengefasst und ich finde es großartig. Also mir hat das richtig gut gefallen. Ich mag dieses, dass es eine einzige Nacht spielt und wo es keinen Ausweg gibt. Also ich finde das dann auch ein bisschen spielerisch, Rache-Spiel, ne? Also finde ich ganz, 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 ganz grandios und bis zum Schluss war das so völlig überraschend. Immer wieder überraschende Wendungen und Cliffhanger ohne Ende. Also das Buch war absolut genial. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Das habe ich ja zusammen gelesen mit Lisa. Mit Lisa habe ich es dann gelesen, glaube ich, oder? Wir haben es zusammen gelesen. Und auch sie konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen, als er mir angefangen hatte. Und das war so, ja, einfach nur ein grandioses Buch, dir zu empfehlen. Juhu. Dann kommt ein Buch, was Daniel mir ausgesucht hatte, als Mängelexemplar. Ja, das Stempel ist oben, deswegen habe ich es gerade nicht gesehen. Und wo ich dachte, ja, okay, von mir aus, kann man machen. Das ist auch der erste einer Reihe, wo ich unbedingt die nächste Menge brauche, weil auch das Buch hat von mir... Ach nee, das hat nur von 4,5 bekommen. Warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich angefangen, abends das Buch zu lesen, nachdem ich ein anderes Buch zu Ende gelesen habe. Und am nächsten Morgen, nicht am nächsten Morgen, am nächsten Tag habe ich es, glaube ich, schon ausgelesen. Und das ist Schwesterlein, komm, stirb mit mir von Karen Sander. Oder Karen Sander? Ich weiß gar nicht. Ist sie jetzt Deutsche oder ist sie jetzt keine Deutsche? La 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 la. Im Rheinland, also Karin Sander, sorry. Gut, das ist eine deutsche Autorin. Und absoluter Hammer. Also, das ist auch so ein Buch, wo man denkt so, boah, alles ist anders, als man denkt. Und ja, du hast mich nicht vergessen, doch, nein, du hast mich vergessen, doch ich vergesse nicht. Allein dieses da oben schon, ich mag ja so einen kleinen... Man weiß am Anfang auch gar nicht, worum geht es jetzt in dem Buch genau, was es liegt, steckt dahinter. Und das ist einfach so ein Buch zum Mitfiebern und Durchsuchten und ein ganz grandioser Thriller. Ja, es geht darum, dass halt eine Frau umgebracht wird in ihrer Wohnung und
nicht der erste Mord ist in der Art und Weise und man geht von einem Serienmörder aus. Und die Psychologin Liz Martin, Montario, ja, wird mit hinzugezogen und weil sie auch schon mal einen Mordfall ähnlicher Art und Weise aufgeklärt hat, dass sie dann hier mithelfen soll, diesen Serienmörder zu finden. Aber ist das wirklich ein Serienmörder oder was steckt genau dahinter? Und allein diese Auflösung ist wow, also wirklich genial. Und ich freue mich jetzt schon, sich irgendwann mal, ich hoffe nicht allzu lange, hin noch, ne, weiterlesen kann. Also absolut grandios. So, dann konnte ich endlich eine Buchreihe weiterlesen, die ich vor Jahren gelesen habe und wo ich den irgendwann aufgehört hatte. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und mir fehlen nur zwei Bände, jetzt noch eins. Und ich musste es dieses Jahr endlich haben. Ich hatte ja da diese Box gehabt, wo ich immer gezogen habe, was die nächste Reihe ich fortsetzen werde. Also wo ich ein neues Buch kaufen werde, weil ich keins da habe. Das sollte ich vielleicht dieses Jahr auch wieder machen. Die Kiste ist ja noch irgendwo. Irgendwo ist sie. Dass ich da mal wieder auf dem Laufenden bin. Auf jeden Fall habe ich mich so gefreut, als ich das gezogen habe. Und sobald es hier angekommen ist, musste ich es auch lesen und habe es durchgesuchtet. Und zwar Mystery Park Level 2, Rivalen im Labyrinth von Andreas Schreiber. Ich liebe die Mystery Park Reihe. Die Mystery Park Reihe, habe ich schon mehrmals erwähnt, ist der Grund, warum mein Pseudonym, mein Nickname, wie YouTube-Name, was auch immer, alles mögliche, Aurora heißt. Da ist die Mystery Park Reihe sehr, 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 sehr stark schuld daran. Und auch dieser Band war wieder einfach nur grandios. Ich habe wieder begriffen, warum mir diese Reihe so gut gefällt, weil sie einfach so genial geschrieben ist. Allein diese Art und Weise, was dieser Mystery Park ist, dieser riesige Freizeitpark, der aber nicht nur Freizeitpark ist, sondern wo auch Technik und Natur zusammenspielen und wo es ganz viele Geheimnisse gibt, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Und dieses Zusammenspiel von nur Jugendlichen, wo keine Erwachsenen Zutritt haben und sowas. Ich muss ja mal gerade achten, da ist gerade auf meinen Schreibtisch gesprungen. Und da lag mein Handy im Weg. ja. Einfach nur super, super genial. Ich hoffe, dass ich irgendwann demnächst auch den letzten Band lesen kann. Auch wenn das dann traurig ist, wenn die Reihe abgeschlossen ist. Ich würde am liebsten noch ganz, ganz viele von dieser Reihe lesen, weil ich sie einfach nur abgöttisch liebe. ja. Also, wenn ihr Jugendbücher mögt, die halt so ein bisschen anders sind als andere Jugendbücher, dann schaut euch einfach mal die Mystery Pack-Reihe an. Achso, hat man mir auf 5 Sterne bekommen, habe ich es schon erwähnt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt als nächstes wieder ein 5-Sterne-Buch und wieder eins, was ich zusammen gelesen habe, und zwar mit der liebe Steffi. Und das haben wir an einem Sonntag gelesen und auch da an dem Tag durchgehabt, weil es ist ja nur ganz dünn und es ist Spuk in der Schule von Auge und so, von 3 Fragezeichen-Kids. Das Buch ist auch der Hammer. Also ich meine, wir sind ja nun mal nicht mehr die Jüngsten, ja, und dieses Buch ist ja 3 Fragezeichen-Kids, also für noch jüngere gedacht als die 3 Fragezeichen. Allerdings ist das Buch in der Hinsicht besonders, weil es interaktiv ist, weil man Rätsel lösen muss, weil man quasi mit in der Geschichte bei ist. Und allein diese Rätsel, diese Vielfalt der Rätsel und diese kniffligen Rätsel teilweise. Selbst wir, die jetzt die 30 schon überschritten haben, kamen an einigen Stellen ins Straucheln. Und haben uns quasi ergänzt mit unseren Lösungen, weil wir bei manchen Sachen nicht alles gefunden haben. Wir hatten auch unseren Spaß daran, und zwar unseren großartigen Spaß daran. Also ich auf jeden Fall, aber soweit ich weiß, Steffi auch. Es war einfach nur genial. Ich hoffe auf mehr solcher Bücher. Ich weiß, es gibt noch welche, die in der Art und Weise sind von 3 Fragezeichen-Kids. Und die muss ich auch unbedingt lesen. Also wenn ihr 3 Fragezeichen mögt, wenn ihr 3 Fragezeichen-Kids mögt, wenn ihr Rätsel mögt und interaktive Bücher mögt, schaut euch dieses Buch an. Jo, dann kommt wieder ein E-Book. Und zwar Faxmission von Anna Mukikat aus der MOOC-Reihe. Ja, das letzte E-Book. Danach gibt es keine weiteren mehr. Und ich warte immer noch auf den letzten Teil der gedruckten Version, also den Abschluss der Trilogie. Ja, gut. Nichtsdestotrotz ist Faxmission. Man weiß schon viel, was in diesem Buch passiert, weil man darf es nicht lesen, wenn man halt die Verborgene Stadt noch nicht gelesen hat. Oder auch die anderen beiden Bände eigentlich nicht, ja,
ja, man darf es wirklich erst nach den beiden Bänden lesen, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wird man absolut gespoilert, da ganz viel daraus vorkommt. Man erfährt nur alles aus Falks Sicht. Falk ist im ersten Buch noch so undurchsichtig. Man weiß überhaupt nicht, was hat mit ihm auf sich. Und das habe ich, glaube ich, auch in meiner Rezension auch gesagt, also wo ich vorgestellt habe, dass Falk irgendwie so ein zwielichtiger Typ ist, wo man nicht weiß, wie ist er jetzt drauf, was ist seine Rolle. Und ja, in diesem Buch oder in diesem Büchlein, in diesem E-Bückchen, wird das eben erklärt. Man weiß es im zweiten Band schon eher, aber da sieht man es halt auf jeden Fall. Man sieht alles, alle Hintergrundinformationen über Falk. Und das ist, ja, finde ich, nochmal besonders. Und deswegen hat das von mir auch 5 Sterne. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, auch 5 Sterne bekommen. Und ich finde es einfach großartig, mal aus seiner Sicht alles zu erleben. So. Dann ein Buch, was wieder 4,5 Sterne bekommen hat, und zwar das letzte, was 4,5 Sterne bekommen hat. Das war die Bücherfreundinnen von Jo Platt, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Rezension gedreht habe. Bin ich auch dafür in einem Blogpost, weil es ist auch ein Rezi-Exemplar, wo ich definitiv eine Rezension geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es das schon einen Blogpost schon gibt oder ob ich die noch machen muss. ja. Das Buch ist ein bisschen irreführend, zum Beispiel der Apfel ist sehr irreführend. Weil der mit dem Inhalt des Ganzen überhaupt gar nichts zu tun hat. Und ja, auch die Bücherfreundinnen ist ein bisschen schwierig, weil es gibt zwar diesen Buchclub, diesen Leseclub, wo sie sich treffen, um Bücher zu lesen. Allerdings die Protagonistin liest nicht so gerne wie andere. Ja. Ansonsten geht es halt um Freundinnen, die eine andere Freundin verloren haben. Sie ist leider gestorben und ja, in diesem Buchclub wird nun stattdessen der Mann oder der Witwer von der Freundin mit aufgenommen. Damit er nicht alleine ist und damit alles eben irgendwie noch rund ist, wird er in diesen Club mit aufgenommen. Und ja, ich sage nur, wie soll man es erklären, ohne Spoiler, das ist schwierig. Jedenfalls, die Protagonistin sucht die ganze Zeit den Mann fürs Leben. Ja. Und hat nur Dating-Katastrophen, eine nach der anderen. Und irgendwann findet sie doch jemanden. Aber ja, wie gesagt, ich kann nicht so viel erzählen, ohne zu spoilern. Das ist schwierig. Das ist, man kann sich wahrscheinlich denken, ich habe es mir auch am Anfang schon gedacht. Und wenn ihr euch jetzt den Teil denkt, dann ja, seid ihr genauso weit wie ich am Anfang. Auf jeden Fall fand ich das Buch richtig gut. Ich fand es halt nur schade, dass wir auch nur 4,5 Sterne, dass das Buch Bücherfreundinnen heißt und nicht ganz so viele Bücher vorkommt. Ab und zu wird zwar erzählt von dem Club und das Lesen, aber es ist mir ein bisschen wenig Buch. Es ist mehr ein Liebesroman und Chick-Lit? Kann man das Chick-Lit? Ich kenne mich mit diesen Genres nicht so gut aus. Auf jeden Fall spielt die Liebe mehr eine Rolle als die Bücher. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Buch, man kann es wunderbar schnell durchlesen und ja, es macht Spaß zu lesen. Dann, hier sind ja alles Highlights, aber auf das Buch habe ich mich natürlich am meisten, das heißt am meisten gefreut, stimmt nicht. Stimmt, keine Ahnung, wie auf Mystery Pack habe ich mich auch super gefreut. Also kann man das nicht so sagen, aber ein Buch oder ein Autor, der endlich jedes Jahr in meine Highlights gerät, weil jedes Jahr ein Buch von ihm erscheint, dieses Jahr auch wieder, worauf ich mich sehr, sehr freue. Im August ist es ja nicht so weit, dauert noch lang. Aber Chris Carter, I Am Death. Der Todmacher. Das muss ich gerade unter den lesen, weil ich nicht mehr wusste. Ja, wieder ein ganz geniales Buch. Wieder 5 volle Sterne. Und einfach nur... Und tschüss. Ja, atemberaubend und eklig. Und ja, ein Chris Carter halt. Wie es immer drauf steht, hart, härter Carter. Was soll man dazu sagen? Also es ist einfach nur... Am Anfang gibt es eine Szene in dem Buch, wo ich dachte so... Nein! Oder erst ja und dann nein! Also, so in etwa. Ein Akku blinkt. Das ist ja wunderbar. Ich will einfach die Akku wechseln. Ja, das war schon sehr fies. Sehr, sehr fies. und hat mit den Protagonisten quasi zu tun. Ja, also gar nicht mit der Handlung in dem Buch, sondern mit der Hauptstory der gesamten Reihe. Und ja, alles nicht so einfach. Sonst wieder ein typischer Kater, sollte man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man alle anderen auch gelesen hat. Weiter geht es mit dem nächsten Buch, wozu es auf jeden Fall auch eine Rezension gibt. Und wenn es keine Videorezension gibt, dann werde ich wieder einen Blogpost schreiben, wenn es noch keinen gibt. Und zwar die Nussknackerbande von Lynn, ich denke mal Lynn Ray Perkins. Ja.
Ja, das Buch musste ich beim Vorablesen mich bewerben dafür, weil, hallo, es ist ein Eichhörnchenbuch. Ja, auf jeden Fall so genial. Also ich finde es auch, es ist nicht nur eine Geschichte für Kinder, es ist übrigens sehr, sehr groß geschrieben und hat auch teilweise Bilder mit drin und ja, aber es ist halt nicht nur eine Geschichte, es ist auch eine lehrreiche Geschichte. Man lernt halt sehr viel dabei oder halt Kinder lernen da ganz viel bei. Es gibt halt Anmerkungen mit Fußnoten, aber auch in der Geschichte selber gibt es Anmerkungen und werden Sachen erklärt, die man ja im alltäglichen Leben begegnet. Und es geht darum, dass ein Eichhörnchen von einem Habicht entführt wird, der sich dann aber irgendwie befreien kann. Allerdings landet er in einem ganz anderen Wald, wo eben dann die grauen Hörnchen sind. Ja. Und da muss er jetzt erstmal klarkommen. Beziehungsweise er weiß den Weg auch nicht zurück und ja, kommt erstmal, ja, bleibt erstmal in diesem Wald quasi. Aber seine Freunde machen sich auf die Suche nach ihm und ja, da erfahren sie, dass eben was ganz Schreckliches passiert, auch mit ihrem Wald, und sie haben eine große Mission, die sie erfüllen müssen. Ob sie das schaffen, müsst ihr selber lesen. Auf jeden Fall ist es ein tolles, tolles Buch, ein schönes Kinderbuch. Ihr seid mit lehrreichen Aspekten dabei und deswegen ganz, ganz toll. Und wer Eichhörnchen mag, wer Kinderbücher mag, wer lehrreiche Kinderbücher mag oder für seine Kinder was braucht, was irgendwie den Wald und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie näher bringen möchte, das da. Wenn ihr was klappern hört oder rascheln oder was auch immer, er schlabbert wieder an irgendwelchen Tüten rum und findet das ganz toll. Ja. So. Dann ein Buch, was mich überrascht hat, worum es eigentlich geht, weil ich dachte, es wäre was ganz anderes oder zumindest so teilweise was ganz anderes, und was mich auch am Spannungseffekten her sehr, sehr überrascht hat, und zwar Coherent von Laura Newman, auch das ist ein 5-Sterne-Buch. Auch dazu gibt es auf jeden Fall eine Rezension. Ja, ich dachte, es wäre so sehr, also okay, ich habe ja schon vorher gehört, dass es nicht so technisch ist wie ich anfange. Das ist kein Lecker, das ist ein Bücherregal, das ist schon klar, oder? Also ich dachte, das wäre mehr techniklastiger, aber ich habe ja wie vorher schon gehört, dass es das nicht sein soll. Und ich dachte auch, es wäre, Moment, es wäre so ein Zukunftsding. Also keine Ahnung, dass das irgendwie so in der Zukunft spielt, aber ich denke, es spielt in der Gegenwart. Also es wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber ja, es ist jedenfalls kein Zukunfts-Hightech-Zeug, und die Technik und computermäßig kommen zwar natürlich vorwiegend drin vor, aber nicht so, dass es ein Laie nicht verstehen könnte, würde ich sagen. Also ich meine, ich merke sowas ja, wo so Computer und alles Mögliche vorkommt, aber ja, viele haben sich ja dafür zurückgeschreckt, weil es eben so computerlastig ist oder so und die das nicht so mögen, aber schaut es ruhig mal an. Und ja, der Spannungsbogen ist da sehr groß. Es gibt, habe ich in meiner Rezension auch gesagt, dass es eine Szene gibt, das heißt eine Szene, eine ganz lange Szene, die mit Cliffhanger nur so gespickt ist. Also nicht nur, dass die Kapitel als Cliffhanger enden, es ist auch, und mit Perspektivwechsel, es geht über mehrere Kapitel hinweg. Es ist ein riesiger Spannungseffekt und diese, es ist keine ganze Szene, es ist mehr als eine Szene. Und ja, es ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, es ist so ein ganz großer Batzen an Spannung. Ich habe diesen Teil angefangen zu lesen abends, als wir schlafen gehen mussten, und dann musste ich das Buch leider zur Seite legen. Ich habe sogar noch ein bisschen weiter gelesen, als, ja, aber irgendwann muss man schlafen, weil dann ist nicht so früh raus, heiligerweise, und ja, am nächsten Tag konnte ich gleich abwarten, es weiterzulesen, und dann ging es immer noch nur häppchenweise weiter, und das war immer so, wenn man kurz davor war, jetzt weiß man, worum es geht. Nein, doch nicht. Es ist der Hammer. Ein ganz, ganz grandioses Buch. Es handelt von Sophie, die halt, ja, irgendwie Handys und andere Dinge steuern kann. Autsch! Was tust du denn hier, sag mal? Der ist heute den ganzen Tag so komisch. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er genommen hat heute im Frühstück. Ja, auf jeden Fall kann sie halt Computersachen steuern. Alles, was mit dem Internet verbunden ist, kann sie nur mit Gedanken steuern. Was sie am Anfang Angst macht, aber irgendwann, ja, kann sie es auch gut nutzen.
tut er da? Das ist echt unglaublich heute. Was machst du denn da, sag mal? Möchtest du mit ins Video, ja? Hast du geschafft. Toll. Und ja, sie muss dann nach dem Tod ihrer Eltern, nein, falsch rum, ihre Eltern sterben bei einem Autounfall. Und vorher hat ihre Mutter schon veranlasst, dass sie zu einem Austauschprogramm, an einem Austauschprogramm teilnimmt und nach Frankreich soll. Und dazu hat sie im Moment überhaupt keine Lust. Aber ihre Tante meinte, mach das, Frankreich ist toll, es wird die Ablenkung verschaffen und so weiter. Bis sie merkt, sie ist und merkt dann, oh, Frankreich ist gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal eine Rezension an, wenn ihr mehr dazu hören wollt. Ich kann mich gerade nicht so richtig konzentrieren, muss ich mal so sagen. Was tust du denn da? Was genau machst du da eigentlich jetzt? Und was hast du vor? Wo willst du hin? Was ist Sinn und Zweck deiner ganzen Aufgabe hier? Das ist eine verrückte Karte. Oh Gott. Ja, genau. Ja, natürlich. Seit wann machst du denn so eine Scherze? Du bist verrückt. So. Dann haben wir wieder ein Rezensionsexemplar, wo es auch eine Rezension, eine Videorezension gibt. Und zwar New York Diaries Claire von Ellie Taylor. Das ist auch so ein Buch, wo ich dachte so, wow, wo man es einfach nur durchsuchtet, weil man einfach nicht von diesem Buch loskommt. Weil es eine so wunderschöne Liebesgeschichte ist, aber nicht nur, sondern eben eine rundum tolle Geschichte. Man lernt Claire kennen, die gerade verlassen wurde und nach New York zieht, also eigentlich zu ihren Eltern zurück, aber da hält sie es nicht aus, weil man gibt immer das Gefühl, dass die nichts kann, dass die halt einfach nichts gebacken bekommt. Und deswegen beschließt sie sich, zu ihrer Freundin zu ziehen, die in einem Hochhaus in New York wohnt. Schmeiß den Stapel bitte nicht um, Kater. Tu mir den Gefallen, dass die Bücher stehen. Bitte. Ja, und da wohnt sie erstmal in einem Wandschrank, weil ja, mehr Platz ist da nicht in der Wohnung. Also da wohnt schon ihre Freundin und ihr eigentlich bester Freund, mit dem sie aber jahrelang keinen Kontakt mehr hatte. Und ja, die müssen sich ja wieder irgendwie arrangieren und herausfinden, warum ist der Kontakt nicht abgebrochen. Und ja, außerdem wohnt ihr Ex-Freund aus Jugendtagen einen Stock über ihnen. Verzwickte Sachen, aber im Endeffekt alles einfach nur schön. Und ich freue mich, dass ich bald New York Diary Sever lesen kann, weil das liegt hier schon weit darauf, von mir gelesen zu werden. Aber wenn ihr eine schöne Liebesgeschichte ohne Erotikkram sehen, erlesen wollt, als übertriebenen Erotikkram, so wie ich es nicht mag, beziehungsweise wie ich, ja, diesen ganzen übertriebenen Kram seriert und so mag ich ja nicht, das ist in diesem Buch nicht der Fall, ist einfach eine wunderschöne runde Liebesgeschichte und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. So, als nächstes ein Buch, wo ich immer noch überlege, ob ich dazu eine Rezension mache, weil das Buch auch von mir 5 Sterne bekommen hat und eigentlich auch eine Rezension benötigt, weil es einfach so schön ist, ist auch wieder von Cornelia Franke und zwar Wäre mein Leben ein Film, würde ich eine andere Rolle verlangen. Dieser Titel ist ellenlang, aber ja, es ist ein Popcorn-Buch, es ist wunderschön und eigentlich hätte ich nicht vorgehabt, dieses Buch zu lesen, muss ich mal sagen, aber ich habe dann gedacht, auf der Buch Berlin, ich kaufe es jetzt, weil Jamie's Quest gibt es ja immer noch nicht. ja, und ich dachte mir so, es kann ja nicht schaden, mir dieses Buch mal anzugucken. Und auch hier gefällt mir euer Schreibstil wieder unglaublich gut. Es lässt sich so locker leicht weglesen. Auch hier habe ich nur 2 Tage gebraucht, um dieses Buch zu lesen, weil es einfach so, so schön ist. Ich dachte am Anfang so, deswegen wollte ich es auch nicht lesen. Filmthema, ich bin hier nicht so die Filmeguckerin oder Serienguckerin oder sonst irgendwas. Ich habe ja lieber Buch in der Hand, als dass ich mich vor den Fernseher setze oder gar ins Kino gehe. Das ist ja bei mir noch undenkbarer. Deswegen dachte ich so, könnte vielleicht nicht ganz mein Thema sein. Allerdings ist es so schön umgesetzt worden. Und was da dahinter steckt, dass eben... Gott, jetzt muss ich gucken, wie sie heißt. Jess? Dass Jess so gerne ins Kino geht und warum ihr Vater das nicht so gerne sieht. Das ist so klasse, also da, wie gesagt, was dahinter steht, diese Hintergrundinformationen. Und dass sie eben von der Schule aus ein Projekt starten soll mit ihrem Hobby oder überhaupt einen Blog starten soll. Und dann überlegen sich halt Jess und ihre Freundin Lisa,
die in der gleichen Klasse sind und dieses Projekt gemeinsam machen, dass sie eben über Bücher, immer Bücher, über Filme bloggen. Ja, und das war eben alles so insgesamt sehr rund und sehr gut und hat mir sehr gut gefallen und lässt sich eben, wie gesagt, sehr schnell weglesen. So, die nächsten und letzten beiden Bücher, ach, jetzt habe ich hier völlig vergessen, dass zwischendurch andere Bücher waren, die habe ich daneben gelegt. Okay, egal, macht nichts. Dann habe ich noch, nehmen wir gleich beide, ist egal. Dann habe ich hier noch zwei kleine Bücherchen, und zwar diese Mini, freche Minis. Auch da sind zwei bei, die mir letztes Jahr vielmehr richtig gut gefallen haben. Ihr wisst ja, meistens bekommen die ja von mir auch nur 4 Sterne maximal. Es gibt ganz selten welche, die von mir 5 Sterne bekommen. Außer eine bestimmte Reihe, die eigentlich fast immer, bis aufs Letzte, haben sie alle 5 Sterne von mir bekommen, weil ich sie großartig finde. Aber hier ist es halt Irene Zimmermann, Liebe Chaos, Sommerküsse, genau. Ja. Und ich lese euch ganz kurz den kleinen Klappentext hier hinten vor, weil jetzt würde ich nur kurz, weil es ist ja nur nicht viel Platz. Nina braucht einen Freund. Nur übergangsweise. Warum nicht einfach den Bruder der besten Freundin mieten? Wie dumm, dass sie ihn gar nicht mehr hergeben will. Ja, übergangsweise deswegen, weil sie ihre Cousine, die erst zu Besuch kommt, gesagt hat, sie hat einen Freund. Und die will ihn natürlich kennenlernen und überhaupt. Ja, und das wird natürlich ein bisschen tricky, wenn sie da gar keinen Freund hat. Ihre Cousine ist so die Übermädchen quasi. Ist in allem gut und ja, wird immer von der Mutter, also von Ninas Mutter auch gelobt und ja, guck mal deine Cousine an und so und ja, alles ganz toll. Deswegen will sie halt auch mal auftrumpfen können und sagen, hey, ich habe wenigstens schon einen Freund. Ja, du nicht. Genau, und deswegen braucht sie übrigens einen Freund und eben der Bruder von ihrer Freundin, der passt da gerade gut ins Bild. In irgendeiner Weise. Und ja, dann verliebt sie sich irgendwie in ihn und was macht man dann? Also wie es umgesetzt wird, fand ich einfach nur toll, wenn ihr das Schreien hört. Erzählt, findet ihr mir ziemlich laut. Ja, auf jeden Fall richtig gut umgesetzt. Es ist auch gar nicht mal so dünn, also manche sind ja dünner, aber das ist nicht ganz so dünn. Und das nächste kleine Buch ist Christmas Kriminale von Christa Maria Fiedler aus der Amanda und Easy und Amanda Reihe, die halt immer Kriminalfälle lösen, die halt so ein bisschen anders sind als die frechen Mädchenbücher. Hier geht es mal nicht um irgendwelche Liebesgeschichten, sonst irgendwas, sondern hier geht es halt um Krimis. Passt irgendwie gar nicht zu den ganzen frechen Mädchen, aber ich finde die Reihe toll. Ich hatte ja schon mal so ein kleines Buch gehabt, wo man hinten gespoilert wurde, als man den Klappentext nicht gelesen hat, aber als man das Bild hinten gesehen hatte. Das ist in dem Fall nicht der Fall, man kann sich rundum angucken. Und ich finde auch, worum es in dem Buch geht, total klasse. Also ich lese euch auch hier mal kurz den Klappentext vor. Easy und Amanda sind begeistert. Was für ein toller Adventskalender, aber einer, der jetzt mordsmäßig in sich hat. Ja, sie gehen halt zu Amanda nach Hause und finden dort eine Frau vor, die ohnmächtig ist. In Fahrstuhl, glaube ich sogar, liegt sie. Ja, ich glaube schon. Und die wohnt unter Amanda und die bringen sie halt nach Hause. Dann müssen sie den Notarzt rufen und ja, es ist halt schwierig. Und die kommt dann eine Lungenentzündung ins Krankenhaus und hat aber flüstert noch etwas und sie verstehen erstmal nur, kümmert euch um meinen Kater. Und sie denken so, in der Wohnung geguckt, da ist kein Kater, was für ein Kater? Bis sie den Adventskalender in der Küche finden und denken so, vielleicht meine sie Adventskalender, sie meine bestimmt Adventskalender. Ja, und dieser Adventskalender ist eben nicht so ganz normal, er enthält irgendwie Sprüche, die nicht so nett sind. Auch der ganze Kalender sieht irgendwie düster aus und ist irgendwie, ja, scheint eventuell vergiftet zu sein und deswegen landet die Frau im Krankenhaus. Man weiß es nicht. Lass versuchen, was Easy und Amanda rauszukriegen. Und was für dich dahinter steckt, ist einfach nur toll. So. Und die letzten beiden Bücher gehören irgendwie zusammen, deswegen zeige ich sie euch auch zusammen. Und zwar sind das die Magnus-Müst-Bücher, Band 2 und 3. Der erste hat mir ja leider nicht so gut gefallen, weil er eben keine durchgängige Story hat. Die beiden sind durchgängig gestoryt, haben also eine Geschichte und sind auch aufeinander aufbauend. Sie bauen zwar auch auf den ersten Band auf, aber der ist aber so ein bisschen außen vor. Und die beiden sind einfach nur grandios. Ich habe ja vorhin schon bei den 3 Fragezeichen Kids gesagt, dass ich Bücher mag, die interaktiv sind. Und wenn diese Bücher nicht interaktiv sind, dann weiß ich auch nicht. Die erste auch schon, aber da passte alles nicht so ganz. Und deswegen hat er auch nur 3,5 Sterne bekommen. Aber die hier volle 5
weil man eben einfach mit dabei ist. Also hier spricht das Buch nicht zu einem, wie beim ersten Teil, sondern man hat zum Beispiel hier ein paar Aufgaben zu lösen und es ist alles in verschiedenen Schriftarten und Farben geschrieben. Komm mal ein bisschen näher. So. Und alles kommt ohne Erzähler aus, sondern es ist einfach nur, dass die Leute, also die Charaktere in diesem Buch mit dem Leser sprechen. Dann bekommt auch einen Namen, damit man halt, damit sie ihn ansprechen können. Und ja, das ist einfach nur genial. In dem Buch braucht man zum Beispiel Elementar suchen. Das ist ein Gegenstand, den man braucht. Oder ja, irgendwie, den man braucht. Ja, sie versuchen halt diesen Elementar zu finden. Zusammen mit Magnus Myst, der auch in dem Buch vorkommt. Und den beiden Elfenklumpen, oder Feenklumpen, nicht Elfenklumpen, Feenklumpen. Ich zeige sie euch mal eben. Die sind da ganz vorne im Buch. Diese beiden Feenklumpen. Total witzig, Feenklumpen. Also das sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, missgebildete Feen, glaube ich. Jedenfalls sind die von den Feen, von der Feenwelt ausgeschlossen. Und deswegen dürfen sie da auch gar nicht hin. Ja, es ist halt, das ist so sehr, sehr Fantasy-mäßig und sehr, sehr genial. Das Buch fühlt sich auch so eklig an, als wenn da irgendwas raufgekleckert wurde und nicht mehr richtig abgeht. Also so richtig, bleh. So ein Buch möchte man eigentlich gar nicht anfassen, aber ha, es ist einfach nur so gut. Und zum Ende dieses Buches, also man muss zwischendurch gesagt, auch Aufgaben lösen und diese auch in der richtigen Welt, also nicht nur wie bei dem tatsächlichen Buch, in dem Buch, sondern in der richtigen Welt Aufgaben lösen. Und man denkt so, wow, und das funktioniert. Also bei einer Sache, wo ich dachte so, wie könnt ihr jetzt, man müsste sich zum Beispiel eine Zahl überlegen. Und diese Zahl, die ich überlegt hatte, die war es dann quasi auch, wo ich dachte so, wie geht das? Wie bitte geht das? Ich meine, ich habe es herausgefunden, wie es geht, aber es ist im ersten Moment so, was? Ja, einfach nur totale Überraschungsmomente und ich habe die drei Bücher jeweils an einem Tag gelesen und durchgesucht und freue mich auf den vierten. Und ja. Am Ende des zweiten Buches wird von Magnus Myst gesagt, so, wir brauchen deine Hilfe, aber du musst Magie lernen. Und deswegen kommt jetzt dieses lustige Buch ins Spiel. Das böseste Buch aller Zeiten. Hier landet man nämlich in einer Magierakademie, in einer Schwarzmagierakademie. Wer also immer schon mal Harry Potter sein wollte, hat hier jetzt die Möglichkeit quasi ein Magier zu werden, ein Zauberer zu werden, mit Magie umzugehen und in die Schule zu gehen, hat hier viele verschiedene Schulfächer, sag ich mal. Und bei jedem Schulfach gibt es auch eine Aufgabe, eine Prüfung, die man bestehen muss. Das blutet auch wunderschön. Es ist einfach nur, man lernt halt die Leute kennen. Also alle Charaktere sind hier auch, beziehungsweise die Lehrer und so weiter, sind mit Bildern abgebildet. Und auch hier ist halt so, dass man eben mit seinen Schulkameraden spricht und ja, es ist grandios. Ich habe zu diesen drei Büchern auch eine Rezension gedreht, die ich euch verlinken werde, wo ich dann ein bisschen mehr darauf eingehe. Aber wenn ihr interaktive Bücher mögt, guckt euch diese Bücher auf jeden Fall mal an. Ich finde es halt nur schade, dass der vierte Band anscheinend nur als Taschenbuch rauskommt. Aber gut, dann ist es halt so. Trotzdem freue ich mich auf den vierten Band und bin sehr gespannt darauf. So, das waren nun alle 20 Bücher, die ich in 2016 grandios fand und die ich euch nochmal ans Herz legen wollte. Was war euer Jahreshighlight oder habt ihr mehrere Jahreshighlights von 2016? Ja, schreibt mir die Infobox voll. Ja klar, schreibt mir die Kommentare, Tabox voll und ja, vielleicht finde ich ja dann einen anderen Buchtipp. Nicht, dass ich nicht genügend Bücher, die ich lesen müsste, aber ja, trotzdem ist man immer gespannt auf neue Bücher, gell? Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, bye bye.